Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 DFB-Pokal. Leverkusen heißt der nächste Gegner von Hannover 96. Und, ja, im letzten Part, wir erinnern uns zurück, dieser Jahrhundertsieg gegen Bayern München. Und jetzt folgt ein Gegner, der auch sehr, sehr stark ist, der auch nicht wirklich leichter wird mit Bayern 04 Leverkusen. Nicht Bayern, sondern Bayer. Ja, ja. Aber wir haben ja einen José Lu da vorne drin und vielleicht kann der auch heute wieder treffen. Das ist die große Frage. So, kurz einen Schluck getrunken. Meine Kehle ist extrem trocken. Andere Partie ist Mainz 05 gegen gegen Borussia Mönchengladbach. Spielekommentatoren gibt's heute nicht. Das bin ja wieder ich. Tja, wer ist Favorit in dieser Partie? Ich würde sagen, Leverkusen hat leichte Vorteile. Aber wir haben ja die Bayern rausgeschmissen. Deswegen könnten wir es natürlich auch mit Leverkusen schaffen. Beziehungsweise, es wäre die logische Folge. ...96, wieder mit Sané, Stindl und Albonos. Das hat mir da sehr gut gefallen und der gleichen Formation wie in den anderen drei Partien. So, würde ich sagen, 96 hat Anstoß, spielt in den schwarzen Trikots von anscheinend links nach rechts. Stuttgart Falk wird die Partie leiten. 96 spielt auswärts, aber da hat man ja gegen Frankfurt und Darmstadt auch ganz gut ausgesehen. Gut, gegen Frankfurt nicht, aber man hat gewonnen. Gegen Darmstadt hat man gut ausgesehen. Und die große Frage ist natürlich hier heute, schaffen wir vielleicht sogar es ins Finale zu kommen? Oder ist hier heute gegen Leverkusen Schluss? Das ist Marcelo. Ah, der schickt nicht schlecht Briand, aber Leno spielt mit. Auch wenn Briand da fast noch rankommt. Vierte Minute. Erstes Anzeichen von 96, dass sie sich hier nicht verstecken wollen. Sané hinten rum. Ah, Sakai, das ist dann da nicht gut gemacht. Çalhanoğlu. Oder wie der ausgesprochen wird. Wird der Çalhanoğlu ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Schwerer Name. José Lu, Bender dazwischen. Leverkusen zeigt gleich mal, dass sie hier Herr im Haus sind anscheinend. Beginn sehr offensiv, sehr stark. Sakai ist hier gut dazwischen. Jimmy Briand. José Lu nochmal für Briand. Jetzt läuft unten Sakai. Super. Gesehen. Und die Flanke ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt gut. Stindl kommt hin. Albonos. Boah, Briand legt ihn sich fast zu weit vor. José Lu mit der Hacke und Schmiedebach mit dem Luftloch. Weil da, glaube ich, noch Papadopoulos mit dem Bein ein bisschen dazwischen war. Ja, Foul Sané. Wird wohl gelb geben. Ja, gelbe Karte. Aber gut eben gespielt von Jimmy Briand, José Lu. Wie gesagt, dann Schmiedebach trifft den Ball nicht. Und der Freistoß hier von Leverkusen ganz ungefährlich. So, Kiyotake, der kann auch mal über außen gehen. Der hat hier ein bisschen Platz. Beitsch. Kommt nicht hinterher, Kiyotake, das hat er super gemacht. Hinten steht Briand. Da müsste dann eher mal ein José Lu stehen, der ist dann doch Kopfball stärker.
Karim Bellarabi. Und Foul von Schmiedebach. Marcello dazwischen. Deswegen kein Vorteil für Bayern 04 Leverkusen. Keine Mauer anscheinend. Okay, Bender. Aber das ist schwach. Das ist kein Problem für Ron Robert Zieler. Aber das ist ein schlechter Abwurf. Ja, der kann ja gar nicht so weit abwerfen. Ich vergesse das immer wieder. Und Riesenchance für Stefan Kießling. Also, nicht nochmal so ein Abwurf, bitte. Der kann halt überhaupt nicht abwerfen, der Zieler. Zumindest nicht weit. Leverkusen zeigt auch, die wollen sich hier nicht so abschreiben lassen wie die Bayern. Stark von Stindl. Deswegen ist der in der Startformation Schmiedebach. Kein Foul an Brion, sagt der Schiedsrichter. Für mich an der Grenze zu einem Foulspiel. Gut gespielt für Kießling. Marcello ist da. Sakai, ja, gefährlich. Stindl spielt zum Glück mit Bittencourt. Jimmy. Brion. Rosselu braucht zu lange, um in Fahrt zu kommen. Und Brion holt sich die nächste gelbe Karte in dieser Partie ab gegen Bender. Seine zweite, glaube ich, in dem DFB-Pokal. Hat ja gegen Bayern auch eine gesehen. Weiß nur nicht, ob er davor gegen Darmstadt oder Frankfurt auch eine gesehen hat. Stindl. Gibt jetzt mal den Gegenkonter über Jimmy Brion. Nö, Papadopoulos stellt sich einfach mal in den Weg. Nächstes Foul. Stindl, da hält er, da zupft er. Natürlich klares Foulspiel, aber keine gelbe Karte. Und Sané mit Rückgabe an Zieler. So, da müsste er hinwerfen können, kann er auf Bittencourt. Leonardo. Bittencourt und den Seitenwechsel. Ball zu schwach gespielt. Kein Druck dahinter. Leverkusen gerade mit einer Druckphase. Stindl ist da. Wichtig. Piotrke. Ganz außen? Ist nicht ganz außen. Schäm dich. Mann, Mann, Mann. Ganz außen wäre so frei gewesen. Ich glaube, das war Sakai. Stindl. Und Rosselu. Und Rosselu. Und Rosselu. 1:0. 96. Führt. Rosselu. Ich sag ja, der trifft momentan, wie er will. Eine etwas unverdiente 1:0 Führung hier für Hannover. Leverkusen in den letzten Minuten das klar bessere Team. Aber es ist wieder die 45. Minute gegen Darmstadt in der 45. Minute. Das 1:0 durch Rosselu war es da, glaube ich, gegen Bayern mit Brion in der 45. das 1:0. Und hier gegen Leverkusen wieder mit Rosselu in der 45. das 1:0. Leno ohne Möglichkeit. Den hat er super versenkt. Rosselu macht sein siebtes Tor in diesem DFB-Pokal im vierten Spiel. Unglaubliche Quote vom Spanier. Also den Mann, den kann ich nur empfehlen. Als Stürmer da vorne. Der ist so gut, der ist so treffsicher. Der spielt so stark, der erarbeitet sich selbst so viele Chancen. Der ackert, der kämpft, der rackert. Relativ kopfballstark. Einziges Manko vielleicht ein bisschen das Tempo. Fast ein Eigentor hier. Oder das war doch hier als letztes ein Leverkusener dran, oder? Wir schauen nochmal hin. Rosselu. Ah ne, das ist das Tor. Das ist das Tor, ja. Hat er super versenkt. Es gibt Eckstoß nochmal. Hiroshi. Giordake. Nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite. Giordake. Albanos Schuss geblockt. Sané! Kann man mal machen.
mit diesem Versuch geht es dann auch in die Halbzeit. 96 führt, steht momentan im Halbfinale, aber 45 Minuten im Finale. Aber 45 Minuten liegen hier noch vor uns. Kroselu mit dem Tor in der 45. Minute. Das geht, denke ich, in Ordnung. Jetzt haben wir gar nicht das andere Ergebnis gesehen. Naja, lassen wir uns beim anderen Ergebnis mal überraschen. Gegen wen wir vielleicht, Betonung liegt natürlich auch vielleicht, wir im Halbfinale, im Finale stehen. Was habe ich denn mit meinem Halbfinale? Das ist hier doch gerade das Halbfinale, Mensch. Kein Problem hier bei diesem Schuss, der geht weit weg, weit rüber. Rosselou, kann man mal so machen. Ming-Son. Und Giordake stark. Und jetzt schau mal, da läuft doch ganz alleine ein Jimmy Briand auf ein Leno zu. Der Pfosten. Und dann ist es, glaube ich, ein Eigentor. Von Leno. Die Frage ist, zählt das Tor? Kein Jubel von Briand und so. Ich schätze mal, das zählt das Tor. Bönisch kriegt den Ball nicht mehr weg. Ja, das Tor zählt und es war ein Eigentor von Bernd Leno. 52. Minute. Leverkusen 0. Hannover 2. Und das ist jetzt eine schon mal komfortable Führung. Ein 2-0 mag ich ja immer sehr. 3-0 ist natürlich noch besser, weil wenn du dann doch nochmal eins kriegst, dann hast du trotzdem noch zwei Tore Vorsprung. Schmiedebach mit dem Foulspiel hier jetzt. Wird wohl die nächste gelbe Karte geben. Ja, gibt die nächste gelbe Karte. Der Schiri mag's wohl, den gelben Karton rauszuholen. Çalhanoğlu, ja, da kann Freistöße, bringt den allerdings rein. Marcelo verschätzt sich da fast ein bisschen. Gibt Ecke für Leverkusen. Die bringt Hönmeng Son rein. Aber kein Problem. Da ist Zieler so locker leichter. Briand. Oh. Marcellos Hacke im Weg. Und Zieler. Und das war jetzt so eine Situation, ne? Sané bringt da rein, hat es dann noch nachträglich zum Fallen. Das hat der Schweinsteiger gegen Briand auch geschafft. Da gab es einen Elfmeter. Hier nicht. Glück für Hannover, auch Glück für Sané, der ist nämlich ja auch schon gelb vorbelastet. Das wäre dann wahrscheinlich gelb-rot gewesen. Kroselu. Kroselu. Ich wollte schon sagen, das geht ja viel zu einfach. Wo bleibt der Verteidiger? Ah, ich wollte auf Briand, meinen Spittenkurt. Das ist so die FIFA-Logik, ne? Sakai. Rosselou gewinnt da das Kopfballduell. Stindl. Außen ist Rosselou. Noch weiter außen wäre Kiyotake. Super. Und da ist ein Jimmy Briand. Warum geht er nicht hin? Wegen Abseits. Okay. 68. Minute. Hannover spielt das jetzt hier runter. Aber natürlich ist auch klar, nicht nochmal Leverkusen rankommen lassen. Rosselou. Starke Partie wieder von dem Spanier Jimmy Briand. Spitch, passt auf. Bittencourt, oi, oi, oi. Den wollte ich wieder auf Briand in die Mitte machen. Wie gesagt, FIFA-Logik, aber wir kriegen ja auch den Einwurf jetzt hier. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, Bittencourt. Sakai. Mehr oder weniger glücklich mit dieser Hacken zu Spiel und Bender stark. Ja, Marcello, einmal, zweimal, gut gemacht. Guter Einsatz. Und Bittencourt. Zweikämpfe. Emre Spalc 2, Marcello 5. Giordake.
Abrion legt sich eigentlich zu weit vor, aber das ist dem doch scheißegal. Bernd Leno sieht gut aus. Das zweite hat er selbst gemacht, Bernd Leno. Und hier sieht er, wie gesagt, nicht gut aus. Brion legt ihn sich, wie gesagt, eigentlich zu weit vor. Der Pfosten hilft da noch ein bisschen mit. 3:0. Und jetzt droht hier Leverkusen doch so ein Ergebnis wie dem Bayern. Wir sie doch ganz klar gesagt haben, sowas wollen die hier heute nicht erleben. Und ich denke, beim Stand von 3:0, wo alles jetzt natürlich gelaufen ist, kann man dann auch mal ein Danke Vizius reinbringen und einen Kenin Karaman. Immer wenn Brion trifft, kommt so eine Stadionansage. Karaman, das ist so leicht mittlerweile hier. Spitsch kein voll gutes Einsteigen, aber Karaman davor super gemacht. Muss man ja mal ganz klar sagen. Bender. Ich weiß immer nicht, ob das Sven oder Lars Bender ist. Sein Bruder spielt ja bei Borussia Dortmund. Ist aber auch mir eigentlich egal, wer jetzt wie wo mit Vornamen heißt. Ich mag die irgendwie eh nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist ja auch jetzt hier nicht wichtig, kein Thema. Ah, oh, Bittencourt, geh hin, dann hast du den locker. Castro, nochmal langer Ball, aber das ist alles ungefährlich. Zieler sieht da aus, ein Kiyotake. Kiyotake. Schmiedebach noch ein weiter ruhig für Leonardo Bittencourt. Den nimmt er mal direkt. Nicht schlecht, Bernd Leno ist da. Kann sich hier wenigstens nochmal auszeichnen. Wir schauen auf den Eckstoß, Kiyotake, Leno kommt raus. Ja, die Eckstöße, die habe ich nicht so drauf, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die müsste ich mal trainieren. Stark von Sakai. Zurück an den Absender, an Leno. Dachte sich da wohl Sakai. Und auch Albornoz gewinnt da locker das Kopfballduell. 5 Minuten Nachspielzeit. Für was auch immer so lange. Die jetzt aber schon sind. 96 steht im Finale des DFB-Pokals, weil sie hier und heute Bayer 0 für Leverkusen mit 3:0 besiegt haben. Gegen wen das Finale steigt, das werden wir gleich sehen. Mainz und Gladbach haben noch nicht gespielt, spielen also noch. Da können wir gespannt drauf sein. Und ich denke, es ist jetzt schon klar, wer Top-Torjäger dieses DFB-Pokals wird. Rossellou, das wird ihm wohl nicht mehr genommen werden. Und man spielt gegen Gladbach. Gladbach konnte sich gegen 4:5 nach Elfmeterschießen durchsetzen. 1:1 nach 120 Minuten. Also, dieses Finale werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich freue mich drauf, hoffe ihr euch auch. Bis zum großen Finale.